Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Runes of Magic. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich muss mich nochmal für Montag entschuldigen. Ich habe mich eine Stunde hingelegt und jetzt dazu entschieden, doch noch aufzunehmen für Mittwoch. Also ihr seht die Folge, es ist Mittwoch, für mich ist Sonntag. Und ich habe mich selbst so über mich selbst geärgert. Weil ich selbst so auf selbst sage, sage ich selbst, selbst, selbst. Tja, Nafas, teuer William, da machen wir weiter. Die Dämonennarbe. Am Ende waren wir einen Schritt zu spät, unfähig, jene Seelen zu retten, die in Schmerz und Reue ertrinken. Letzten Endes verfielen sie und waren aufgrund ihrer zerbrochenen Herzen verloren. Ihr hartnäckiger Wille, der 1000 Jahre überdauerte, wurde einer nach dem anderen zerbrochen. Hat die Zeit etwas verändert? Es ist, als hätte sich ändert. Doch, der EP-Balken, der ändert sich jetzt. Blutfürst Androht. Wieder ein kleiner Text. So. Es gab während meines Lebens eine Person, die eine ganz besondere Bedeutung für mich hatte. Diese Person hieß Androth. Er war der Besitzer des Schwertes des Paladin, der herrlichste Ritter und Blutfürst. Bis heute ist Androths Bild in meiner Erinnerung gebrannt. Er ist immer noch der besondere Junge, fröhlich mit Kalume trinkt, oftmals nachts mit seinem Schwert übt und nicht gerne redet oder Dinge erklärt. Er ist auch der erste Mensch, der die Frage gestellt hat, bedeutet ewiges Leben ewige Einsamkeit? Ich denke schon. Ich habe schon zu lange gelebt. So lange, dass ich anscheinend schon meine eigenen Gefühle vergessen habe. Aber nur er wollte rücksichtslos in meine Welt eindringen mit dem Plan, meine Gefühle wachzurücken. Offensichtlich hatte er Erfolg. Daher stand ich jedes Mal, wenn er und Kaluma im Streit gerieten, auf seiner Seite und versuchte, ihn zu beeinflussen, weil ich nicht wollte, dass er aus Wut seinen besten Freund verliert. Dann passierte etwas Bedauerliches. Streit brachte diese beiden Freunde auseinander und führte später dazu, dass Androth die Menschenarmee verließ und von Monstern angegriffen und getötet wurde. Ich hätte nie geglaubt, dass der Tod von jemandem mir so wehtun könnte. Nafas seufzt einige Male. Wir nehmen eine Quest an. Was geschah dann? Warum ist Andro zum Blutfürsten geworden? Alles hat sein eigenes Regelwerk, eigene Vorschriften und ich habe diese Regel gebrochen. Ich habe meine Fähigkeiten benutzt, um seine Seele an meiner Seele zu behalten und wollte sein Herz damit öffnen. Aber am Ende ließ ich aus Unachtsamkeit zu, dass Tiana seine Seele stehlen konnte. Tiana nutzte Runentechnologie, um anderen wiederzuerwecken. Damals war sein Geist von Bedauern und Hass umgeben und sein Hass hat in seinen Herzen Wurzeln geschlagen. Deswegen und aufgrund der Veränderungen seines Körpers wurde er selbst zu einem der Dämonen, die er immer gehasst hat. Er wurde der gefürchtete Blutfürst. Um eine angemessene Waffe zu erhalten, tötete er den Meister des Runenschwertes Lob des Windes, nahm er das Blut von Tiana und Lob des Windes zu erwecken. Seitdem ist seine Seele in schattige Dunkelheit gefallen, um mehr Anhänger unter den Dämonen und den Menschen zu gewinnen. Nutzte er Lob des Windes, um immer mehr Leid, Hass, Wut und Blutvergießen zu säen. Durch all dies wurde das Lob des Windes zum Dämonenschwert, welches Lob des Blutes genannt wird. Ja. Löb des Blüdes, was ist das? Nee, du. Kann ja nicht wahr sein. Kennst du reich mein Kofferraum? Nee, warte. Genau durch den Einfluss der
Verbotenen Rune war die Verwandlung dieses Schwertes anders. Vielleicht lag es daran, dass es das Blut von Tiana hat, war, welches es erweckte, dass es schließlich eine Verbindung mit der Seele von Androth einging und ihn sogar dazu brachte, Kaluma herauszufordern. Um mehr Macht zu halten, kam Androth zu mir, völlig verwirrt und mit dieser Tiana, die mich hasserfüllt musterte. Da wurde mir klar, was für ein ärmlicher und schwacher Mensch ich war. Ich habe mich nicht bewegt und ich bin nicht fortgelaufen, habe nur stumm zu Androth geschaut und versucht, ihn wieder zur Vernunft zu bringen. Dann wurde meine Hoffnung zerschlagen und dieses Schwert hat mich schwer verwundet. Aber was mich am meisten verletzte, war sein Gesichtsausdruck in jenem Moment, als er aufwachte, so unglaublich voller Trauer. Dieser Schmerz und dieses Leid klingen noch immer in den Ohren nach. Ja, es ist so. Aber ja. Er schlug die Schwerter der Monster nieder und wies Tiana zurück. Ich konnte den Schmerz in Tianas Seele spüren. In diesem Moment hatte ich tief in meinem Herzen ein verachtendes Gefühl. Ich dachte wirklich, dass dies ein gutes Ende für uns alle drei war. Nachdem Androth aufgewacht war, fühlte er den Schmerz und gab sich Tag und Nacht selbst die Schuld. Nachdem er wieder zum Leben erweckt worden war, fühlte er Scham über alles, was er getan hatte. Er konnte mir nicht unter die Augen treten und auch nicht der Menschen an mir begegnen. Schließlich entschloss er sich, Kalume in den Shimo-Bergen bis zum Tod zu bekämpfen. Ich konnte ihn nicht aufhalten. War sein Tod zu diesem Zeitpunkt eine Erlösung für ihn? Oh, Jungs! Märchenstunde bei Rules of Magic. Nachdem Androth weg war, verschlimmerten sich meine Wunden. Schließlich blieb mir keine andere Wahl, als ins Heldengrab zu gehen, damit ich dort die Überfluss vorhandene Macht der Natur still meine Wunden heilt. Was? Damit die dort im Überfluss vorhandene Macht der Natur still meine Wunden heilt. Damals habe ich Tiana nicht gerettet. Ihre Seele war dem Wahnsinn schon zu nahe. In den 1000 Jahren sind ihre Besessenheit und ihre Bitterkeit noch stärker geworden. Sie wollte Androth um jeden Preis wieder zum Leben erwecken. Nun hat sie eine neue Mariette erschaffen, die wie Androth aussieht, und mich herausgefordert. Das kann ich nicht ignorieren. Dieser Kampf ist unausweichlich. Doch habe ich zu viel Energie verbraucht, um diesen gefallenen Polyton in Ruhe wiederzugeben. Ich bin erschöpft. Vielleicht brauche ich eure Hilfe. Natürlich wäre sich dies freiwillig für euch. Ich kann euch nicht dazu zwingen, denn es ist eine äußerst gefährliche Aufgabe. Wenn ihr einverstanden seid, mir zu helfen, dann geht zu den verlassenen Ruinen neben dem Tiktalik-Dorf und findet ein Wesen namens Artemi, das schon seit ewiger Zeit dort lebt. Benutzt den Stab der Amir und das Fragment der Buße von ihm zu bekommen. In der Zwischenzeit machen wir einen Wirklichkeitsstein, der Tiana aus Verlachung aufheben kann. Ja, da müssen wir hin. Das müsste hier so sein. Wenn ich irre. Einmal rum. Dein Ernst? Naja, aber der andere, das ist schon so eine arme Sau. Irgendwo. Ah. Ja. Wenn zwei Frauen sich streiten und so weiter, ne? Nee, aber die hätten ruhig hier so einen Durchbruch setzen können, der jetzt aufgemacht worden wäre. Oder ein Portal.
auf die andere Seite des Berges wird. Jedes Mal hier rumzureiten, das ist echt eine Qual. Aber nicht hoch da. Echt wirklich nervig. Kostet auch viel Zeit. Was ist halt. Dann kommst du halt in den Wind und kannst halt auch nicht abkürzen. Wirklich, ja gut, ich kürze gerade so minimal. Hat mir vielleicht 2 Sekunden gebracht, vielleicht 3. Wenn überhaupt. Wohl einmal rumschwimmen. Das hat mir doch schon ein paar Sekunden mehr gebracht. War. Trotzdem, das ist eine Reiserei hier. Naja, so ist das halt. Aber stellt euch vor, wir würden hier noch mit dem Knappen rumreiten. 50, wie viel hat er? 55, 50, irgendwie so. Nächstes Mal ein bisschen schneller. Vor allem irgendwann fällt einem auch nichts mehr zu ein, was man in der Zeit hier erzählen kann. Wenn man den Weg 30 mal geht. Naja. So ist das. Reiten. Auto vorbeireiten. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gleich da sein. Ich will mich zweimal ärgern, dass wir von diesen Tiktaliks dran werden, weil wir sind also geroutet werden. Oder auch nicht. Ach, das ist auch gut. Das ist so gut wie da. Wenn es das auch wirklich ist. Durchreiten. Naja, da war es. Naja, was habe ich angezeigt? Hier so, auf der anderen Seite. Und das sind also hier. Das sind halt solche Sachen, wo ich mich halt grob dran erinnere. Ja, ist doch gut jetzt. So. Und nun? Das ist doch nicht der Ernst. Jetzt haben wir den Gegenstand auf diese Fliege da gemacht. Ohne Fliege, was ich will. Bälle, ja. Und jetzt dürfen wir dann nach was zurück, ne? Naja, das ist halt
Fällt mir auch nicht viel ein, was ich noch sagen kann. Wo können wir reden? Ja, doch, mir fällt was ein, doch. Wenn ihr auch mal Bock habt, könnt ihr auch gerne mal bei Twitch vorbeischauen. Dort streame ich so gut wie jeden Tag. Einfach ein TTV oder mein Name da hängen. Weil. Ja, also Atom TTV. Können wir auch mal live ein bisschen schwatzen. Also wer Lust hat, kann sich da gerne anschließen. Und dort gibt es sehr nette Leute, mit denen man über Gott in die Welt reden kann. Zeigt allerdings aber keine Runes of Magic oder andere Sachen. Vielleicht gibt es da Leute, die sagen, oh, ich mag den Kerl irgendwo von der Art, auch wenn er ein bisschen schlecht lesen kann. Und sehen. Dann einfach mal auf Twitch gucken. Würde mich freuen. Wenn wir da miteinander kommunizieren können. Sieht nicht aus. Ja, es gibt schon so ein, zwei Leute, die da auch vorbeischauen. Aber ich mache das nicht des Geldes willen, oder so, keine Sorge. Aufrufe, sondern nur einfach nur nette Leute, mit denen ich schwatzen kann, mit denen man sich unterhalten kann, die so ein bisschen den Chat aufpeppen, mit aufpeppen. Ja, sowas in der Art halt. Ist mir einfach wichtig, weil wir dort schon coole Leute haben. Die kriegen ja alle immer an. Ja, wir haben es jetzt fast geschafft. Wie gesagt, also wer da Bock hat, kann sich ja gerne rumgucken, anschauen. Würde ich mich freuen. Wir sind gleich da. Es gibt zwar ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, so 250.000 im Schnitt. Aber irgendwo lohnt sich das nicht, weil man viel zu lange braucht. Man hat keine Kämpfe oder so. Stein der Wahrheit. Wir benötigen außerdem Wirklichkeitsstein noch einen Läuterungsstein. Atom, wenn die vergangenen Erinnerungen für Triana so schmerzhaft sind, dann hoffe ich, dass sie vergessen kann. Dass sie ihre Besessenheit vergessen kann, ihren Schmerz zu vergessen. Ja, was nehmen wir mit? Damit haben wir ein neues Level. Juhu. Es ist nicht schwer, jemand seine vergangenen Erinnerungen vergessen zu lassen. Zufällig kann der Läuterungsschein auf Pyloton dies tun. Aber damit man die schwierigste Erinnerung an seine eigene Vergangenheit vergisst, braucht man ein gleich starkes Gefühl, um die verlorenen Erinnerungen zu ersetzen. Denn wenn Tianas Liebe zu anderen stark genug ist und ihr Hass auf mich genauso tief, dann könnten wir mit ihrem Hass auf mich ihre Erinnerung an andere ersetzen, sodass ihre gebrochene Seele langsam besänftigt wird und nicht mehr so wütend ist. Ich hoffe, dass es klappt. Ich möchte nicht erleben, ein viel weiteres Leben von ihr in den Wahnsinn getrieben wird und auch vor allem noch zerstört wird. Die Zeit wird knapp. Während ihr zu Pollution geht, um den Läuterungsstein zu holen, werde ich schnell, so schnell wie möglich, die Wirklichkeit steigen. Heilt euch! Ja, kannst du mich teleportieren? Lalalala. Lalalala. Lalalala.
Das ist ja echt so heul, das war zum Tod des Windes. Fällt mir gerade ein. Moment. Tägliche Treue Bonus. Kostenlos abholen. Bevor ich das vergesse. Ach ja. Ziel. Hin und her Reiserei. Weil ich auch hier machen. Wie eben. Naja. Was kann man sonst sagen? Ja, ansonsten möchte ich mich auf jeden Fall mal bei allen Leuten bedanken, die bisher so die letzten, ja, insgesamt die letzten Male und so. Auf jeden Fall die ganzen Kommentare geschrieben haben oder natürlich auch mal ein Däumchen da gelassen haben oder halt geschaut haben. Also die Zahlen sind echt heftig hoch. Und alle Spiele gesehen. Ja, ich habe jetzt keine Zahlen, die im 4-, 5-, 6-stelligen Bereich sind. Nein, das habe ich natürlich nicht. Aber auf ein Video schon so über 100 Klicks zu haben, ist schon geil. Oder an die 100 Klicks. Minus. Und hier ist ein Spieler. Ja, mir. Level 100. So. Dann wollen wir mal dahin. Ach. Vorne ist das, worauf ich gerade ausschieben. Würde ich jetzt was anderes nach was will, dass ich euch frage, wozu ihr den Läuterungsstein benötigt? Den Läuterungsstein, wisst ihr, was das für ein Gegenstand ist? Nun denn, ich werde ihn euch leihen. Ihr seid nicht wie das andere besserwisserliche dürres Gesindel. Die Göttin Protin hat weise gewählt. Doch vergesst nicht, dass er die Gefühle eines Wesens vollständig verändert, sobald man ihn berührt. Diese Veränderung ist zudem dauerhaft. Lacht euch. Wir dürfen wieder zum Heldengrab. Ich werde schwanger. Jungs. Wer hat sich das ausgedacht? Zack, 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 zack. Also, sagst du den ganzen Pisse wieder zurück? Natürlich. Also, ihr könnt jetzt mitleiden. das ist Schwachsinn, ey. Weil da bauen sie so einen Kackberg dahin.
Aber naja. Gut. Nee, 25 Minuten, das habe ich gerade auf dem Tacho gesehen. Dann machen wir das aber so. Wir sehen uns aber am nächsten Part wieder. Lasst auf jeden Fall was Leckeres da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch mal so ein bisschen verewigt in die Kommentare, ne? Machen wir zusätzlich ein bisschen rein. Und einfach mal reinschreibt. Zum Beispiel. Hier, das, diese Quest zu finden, würde mich interessieren, doch. Also diese Questreihe, die ist ja echt so. Also, naja, mal gucken, was ihr dazu schreibt. Bin ich mal gespannt. Danke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, tschüss.